Moin Moin allen und willkommen zu Mario Kart 8. Heute spielen wir weiterhin den Einzelspieler-Modus, weiterhin Rubri, weiterhin 50 und wir fahren mit Baby Rosalina. Okay. Ja, dann erwarte ich hier auch ein Baby. Baby Bowser ist noch nicht dabei, aber Baby Bowser heißt ja nicht Baby Bowser, sondern Bowser Junior, ne? Da warte ich hier jetzt auch ein Baby, also Baby Rosalina. Wir fahren mit Hyper Bike, oh je, mit einem Bike. Ich kann doch nicht mit Bikes fahren. Retro, weil Retro. Und wir bleiben bei der Blume. Die Blume spricht alles. So, Panzer Cup. Muku Weide. Okay, Wii. Dann haben wir Marios Piste, GBA, Cheep Cheep Strand, DS und Toads Autobahn. Na, bei Toads Autobahn könnte es zu großen Stau- und Verkehrsstörungen kommen. Hoffe ich mal nicht, aber trotzdem. Man weiß ja nie. Gut, also Baby Daisy ist dabei in diesem Spiel. Interessant, interessant. Ja, die Muku-Weide, wer kennt sie nicht? Aus dem letzten Teil. Vorletzten Teil, Entschuldigung. Aus dem vorletzten Teil, Mario Kart 6 oder Mario Kart Wii, was ja bei YouTube mehr als oft in allen möglichen Arten und Weisen schon gezeigt worden ist. Und man kann nur ein Rad fahren, sehr schön. Zwei Rad fahren, man kann es nicht mehr hochreißen. Das war nicht viel. Das ist halt die Wiese. Okay, bei der Wiese kann man jetzt hier nicht mit dem Ton gehen. Das ist schön. Aber sonst haben wir das hier sehr schön umgesetzt anscheinend. Die Kuhweide war ja doch mit dem Grün irgendwie unrealistisch. Also das Grün war nicht so. Hügel. Hat auch drin. Und Maulwurf. Hier fliegt man auch nicht mehr so hoch. Okay. Oh, der blaue Panzer ist an mir vorbeigeflogen. Ja, die Strecke sieht gelungen aus. Sonnenuntergangsstil. Die Kühe laufen hier auch wieder durch die Gegend. Yeah, Kühe durch die Gegend laufen. Mach auch hier den Job. Nicht großer. Weiß ich nicht, ob das ein großer Job ist. Sein. Wohl, doch, würde ich schon sagen. Wenn man mal überlegt, jeden Tag mit abzugeben, das stellt sich auch hier nicht so leicht. Ja. So, letzte Runde. Gleich steht die erste Überrundung im Spiel an. Das wäre natürlich oberpeinlich, sag ich mal. Also für die Gegner. Da vorne ist er. Wer ist es? Yoshi. Yoshi! Na, bei Überrundung, das sieht man ja auch manchmal bei der Formel 1. Das kann nach hinten losgehen. Das ist eine Überrundung. Die knallen wir nochmal ab und dann sind wir dran vorbei. Ja, die Überrunde. Ja, sehr schön. Wir haben einen Fahrer überrundet im Feld. Also das ist auch sehr nett. Aber andersrum, Yoshi ist letzter geworden. Ist natürlich peinlich. Baby Rosalina ist jetzt gegen eine Kuh gefahren. Dachte, vielleicht kriegst du frische Milch. Das ist Bescheid. Als Baby kriegst du immer frische Milch. Kuh. Immer. So immer. So, als nächstes kam die Strecke Marios Piste. Okay, wir haben das hochgefahren, das Teil.
Und sonst Öl ist anscheinend da, Boxenstopp gibt es anscheinend auch. Fand ich ein bisschen merkwürdig, als sie das damals so gebaut haben, dass da an den Seiten irgendwie Boxenstopp galt. Also, ich dachte so, wofür brauchst du im Himmel zu einen Boxenstopp? Hätten sie irgendwie für sowas reingemacht, so von wegen hier Boxenstopp und weil du tanken musst, weil wenn du nicht tankst, dann bist du dann kannst du nicht mehr fahren oder so. Das wäre cool gewesen. Aber andersrum wäre das noch mal. Ich würde schon sagen, ja. Das sind zwei Panzer anscheinend. Nee, einer. Sah eben aus wie zwei. Musik auch neu aufgepeppt. Sehr schön. So, einmal Boxengasse. Hier ist Boxengasse. Einmal zum Sehen. Ich glaube, kaum jemand fährt da lang. Deswegen, die das Spiel halt sich nicht kaufen können, weil sie entweder keine Wii haben. Oder nicht das Geld für dieses Spiel haben. Oder beides. Also weder die Wii noch das Geld für dieses Spiel haben. Ne? Wie gesehen, da ist die Boxengasse und das ist eigentlich nicht großartig wichtiges drin, das ist nur ein Box. So. Keine wichtige Sache, nur die Box. Wie findet ihr das? Sollte es irgendwie sowas geben, so Tankanzeige, Boxenstopp und... Oder einfach wirklich so, wie es jetzt ist, so behalten, so, ach, komm, hau raus, ist verschiedene Wahl, wir fahren einfach unser Ding. So, Ziellinie, letzte Runde. Ja, die Strecke haben sie. Ich weiß nicht. Also die hätte jetzt nicht unbedingt reingemusst. Weil es ist so eine klassische, einfache Strecke. Schön, dass sie das hier hochgeschoben haben, aber sonst ist eigentlich genau das selbe wie vorher auch. Die Strecke hat jetzt keine großen Herausforderungen. Okay, es ist der Panzercup. Nicht so viele Herausforderungen erwarten, aber andersrum, das ist der Panzercup. Ja, wenn du als Strecke schon ins Spiel reingenommen wirst, musst du ja irgendwas schon Tolles gemacht haben. Die Strecke. Vom Design her ja, aber von Strecken hätte es auch gerne eine andere Strecke nehmen können. Das ist meine Meinung dazu. Yoshi ist wenigstens 10. geworden diesmal. Wir achten ein bisschen darauf mal, wie Yoshi da abschneidet, weil bitter, dass er vorhin überrundet wurde. Ich glaube, genau deswegen, wenn wir jetzt keinen Charakter kriegen, dann werden wir Yoshi als nächstes nehmen. Weil er halt überrundet worden ist. Traurig. Traurig, glaube ich. So, Cheep Cheep Strand. DS-Teil. Ja, DS-Teil. Der Schieb-Schieb-Strand. Einer der beliebten Online-Fahrstrecken, was mich persönlich auch gewundert hat. Aber anscheinend gibt es ja auch Leute, die diese Strecke wirklich brauchen. Oder mögen. Vielleicht fahren sie jetzt immer noch online. Also ich fahre jetzt mittlerweile gar nicht. Das gibt beim DS-Teil immer so gar nicht mehr online. Cheep Cheeps. Überall diese Cheep Cheeps. Ja, fährt man hier gleich schön in den Wald rein. Nur auf den Wald hier, wo wir noch eine Länge gemacht haben. Ja doch, also die Strecke ist auf jeden Fall gelungen. Ursprung haben wir auch schon wieder scheiß ausgeholt. Ja, vielleicht sind einfach die anderen Fahrer völlig überfordert. Das sieht das echt aber völlig überfordert. Verstehe ich nicht überhaupt. Gucken wir mal, ob die hier online auch so richtig abgeht. Das ist okay, das ist nicht so. Ob das gewählt wird, ja. Das war knapp, aber negativ ist mir. Nach vorne.
Ja, also man könnte auch rein theoretisch durchs Wasser fahren, aber ich glaube, der Krebs möchte auch nicht, der möchte auch nicht, dass ich durchs Wasser fahre, dass ich mal alles an Land gegangen, damit ich mal ärgern kann. Oh, Münze. Ja, hier, die spawnen auch nach, also ich weiß nicht. Wo die haben jetzt in allen Strecken nachgespawnt, die Münze, ne? Ich glaube, bei einigen Tagen haben sie nicht nachgespawnt. Da hatte man später irgendwie Probleme. Das fand ich aber auch besser. Macht die Sache schwieriger. So, diesmal geht's um. Diesmal geht's um. Sehr schön. So, jetzt gucken wir mal, ob wir auch durchs Wasser fahren können. Boah, das ist sogar günstiger, nicht? So, Grapesy. Also anscheinend ist das Wasser besser, nur halt die Krebs ist, oder? Oh, das ist das Ziel. Über Runden haben wir leider keinen mehr. Schade eigentlich. Aber egal! Wen juckt's? Erster Platz, Strecke schön. Online fahren, joa, warum nicht? Warum nicht? Aber ich glaube, ich würde, wenn ich wieder online fahre, wieder auf Zufall gehen einfach. Auch wenn ich dann das Pech habe, dass überrundet werde und alles Mögliche. Obwohl, das wäre eine Höchststrafe, ne? Überrundet werden. Ja, vielleicht gibt es ja auch... Ich glaube echt, dass der eine oder andere jetzt schon zu Hause sitzt und versucht, dann irgendwelche Bugs zu finden. Irgendwo wird es eingehen mit allen Strecken. Bestimmt. Irgendwo. Und dann später sagt man, ah, ja, ne. Wenn man dann online diesen Bug dann nutzt, dann ist vorbei. Ja, ja, deswegen. Hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. So. Eine Strecke, die beim N64 interessant war. Allein, weil man halt eigentlich immer an den gleichen Flanken fahren musste. So, heute hier so, sehr schön. Autos haben sie, glaube ich, immer genommen vom Retail. Obwohl das, die Autos sind ein bisschen anders designt. Ja, aber es ist, ja, okay, es ist eigentlich genau dasselbe wie vorher auch. Eigentlich eine kuriose Sache, dass sie damals diese Strecke beim Feuer. Bei der Blume gefahren haben. Ich fand die Zugstrecke, die Railway Station Strecke da, die fand ich komplizierter. Und die hätte eher hier zum Finale des anderen Cups gepasst. Schanze, kann man hoch, aber brauche ich nicht, ich fahre hier eng Schlungen. Ich kann mir echt vorstellen, dass die Leute dann hier auch die Strecke wählen. Wenn wir spätestens hier einfach mal die Seite wechseln. Heli. Und dann wieder hier fast an der Leitplanke fahren. Also die Strecke wird sicherlich online kaum groß genutzt. Weil hier, jetzt ehrlich, kann man ganz easy langfahren. Also ja, eindeutig Pilzcup. Ja, wow, mittlerweile halt. Ein schöner Panzercup. Panzer haben wir auch genug. Aber die Strecke, ja, also ich kann sie mir jetzt hier noch so ein bisschen angucken. Sie haben sie zumindest ein bisschen modernisiert. Das heißt, man kann ja an den Seiten auch lang fahren, aber oh nee. Obwohl, ich weiß nicht, ob das wirklich kürzer ist. Der Computer hatte damals Riesenprobleme an dieser Strecke. Weil sie ständig gegen irgendwelche Autos gefahren sind. Ja. Zurück in die Vergangenheit gucken, haben ja einige Let's Player gemacht. Habe ich mir am Anfang auch überlegt, hab mir aber dann gedacht, feierst du jetzt nicht so. Aber es wäre gut gelungen. Yoshi ist letzter geworden. Ja, war aber nicht überrundet. Hätten wir aber fast.
So. Cup ging schnell durch. Schnell zum Ergebnis. Dann haben wir das auch hier schnell abgehakt. Kommen wir schnell zum nächsten. Da würde ich echt sagen, 100, 150. Könnte man eigentlich jetzt schon direkt machen, aber nee. Wir wollen das schon ein bisschen tun. So, Highlights, ja. In diesem Rennen gab es, also ich weiß nicht, welches Highlights du jetzt in diesem Rennen sehen willst. Die Überholung vom Anfang des Startes, ja. Danach war das Rennen eigentlich gelaufen. Immer schön an der Seite fahren. Ja, kurz vor Ende das Auto nochmal sehen. Oh, schönes Auto, sehr schönes Auto. Wahrscheinlich, dass man nicht den Fahrer gesehen hat. Aber wer fährt da eigentlich? Und warum fahren die alle hier um die 8 rum? Das kannst du dich fragen. Also, wo ist überhaupt die erste Ausfahrt? Das habe ich mich schon damals gefragt. Wo ist die Ausfahrt? Es gibt keine Ausfahrt. Die fahren ihr ganzes Leben um diesen Kreis herum. Die Armen, neuer Charakter freigeschaltet. Den werden wir gleich fahren im nächsten Teil. Nämlich. Oh je. Oh je. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.